from heart. Some days it don't come at all, and these are the days that never end. Some days you're breathing fire, some days you're carved in ice, some days you look like nothing I've ever seen for a will again. Maybe I'm crazy, but it's crazy and it's true. I know you can save me, no one else can save me, only you. As long as the plants are turning, as long as the stars are burning, as long as the dreams are coming true, you better believe it, that I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. But I won't do that. No, no, I won't do that. I would do anything for love, anything you've been dreaming of. But I just won't do that. I would do anything for love, anything you've been dreaming of. But I just won't do Herzlich willkommen zu Erkennst du den Song live, eurer Lieblings-Songshow auf YouTube und im Internet. Was ist anstrengend? Strengt schon an. Mega. Schon an. Natürlich freuen wir uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist eine schwierige Zeit draußen und wir wollen euch heute 90 Minuten lang. Eine Frage, Dennis. Schaffen wir das? Was? Schaffen wir das gemeinsam? So ein blöder Fuck. Merkel-Witz. Liebe Freunde, wir machen heute 90 Minuten lang Unterhaltung für euch. Ein bisschen Ablenkung tut, glaube ich, jeden von uns ganz gut. Ja. Wir nehmen es trotzdem ernst und deswegen wird diese Box heute oft zum Einsatz kommen. Wir werden uns alle regelmäßig desinfizieren. Und wo denn ist die Frage? Wo desinfiziert das? Das könnt ihr in den Chat schreiben. Und jetzt Chat. Liebe Freunde, ganz wichtig, ihr seid natürlich hier der Kern dieser ganzen Show. Ihr seid der Chat, ihr seid die Community. Und ihr könnt natürlich jetzt entscheiden, welche Songs hier gespielt werden. Ihr könnt euch in den Kommentaren bewerben. Ihr seid hier quasi ganz, ganz wichtig. Teilt das Video gerne auf eurer Facebook-Seite oder auf eurem Twitter-Account. Gern und gesehen. Hier, da steht's. EDDS Live. Hashtag EDDS Live. Guck mal, gern über Steiß tätowieren. Gerne über Steiß tätowieren. Und heute geht es natürlich um die unglaublich geile, goldene Ananas. Für diese natürlich noch ein extra Applaus. Super, da steht sie. Oh. Toller Anbau, schmeckt nussig und leicht fad. Ich kenne so noch etwas, Küsse. Ich kenne noch was, was so schmeckt, aber ist ja egal. Könnt ihr selbst entscheiden. Okay. In der letzten Live-Show habe ich tatsächlich abgeräumt. Da war die Welt noch in Ordnung. Da war die Welt noch in Ordnung, da habe ich abgeräumt. Ich kam gerade aus dem Urlaub, es war eine tolle Zeit, super toll. Das kann ja eigentlich zu jeder Zeit im Jahr sein, dass du aus dem Urlaub kommst. Ich habe immer so rote Urlaubsohren. Erstmal habe ich gekuschelt, habe geschmust, das war eine tolle Zeit. Erstmal so Berührungen, kennst du das noch? Berührungen? Voll geil, also erstmal so sich so kennenlernen, sich ein bisschen possieren, super toll. Und wir haben eine ganz, ganz kleine Matz für euch vorbereitet. Viel Spaß! Queen, we are the champions. Ja! Und jetzt hol ich mir das Ding hier. Kann ich auch schon mal ausgehen. Boah, jetzt wird's richtig ernst, Freunde. Ich kenne den Song. Nett sein! Das kann nicht sein, ey. Yalla! Robbie Williams für Supreme! Hä? Falsch! Ah! Ja! Robbie Williams 4! Ja! 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 Ja, toll, oder? Dennis, schade. Es tut immer noch weh. Schade, schade, schade. Aber keine Show ist toll ohne tolle Gäste. Und deswegen haben wir heute uns ganz, ganz besonders tolle Gäste eingeladen. Hier sind sie. Ich bin Cengiz, 29 und ich hätte gerne Haare. Ich bin Henke, 23 und ich wasche mir grundsätzlich die Hände nie.
Ich bin Fincher sozial, älter als Laura Müller, arbeitsloser Landmaschinenschlosser und habe das schwerste Gerät. Tolle, tolle Gäste, liebe Freunde, tolle Gäste. Wir haben wirklich, haben wir viel gesucht. Die raus wollten, die haben wir eingesammelt. Genau, richtig. Ihr habt ja alle schon mitgespielt, ihr habt alle ja schon mal gezockt mit uns. Hat jemand schon mal gewonnen? Ja. Nee. Cenk, das darfst du nicht verraten. Deine Ausgabe wird ja noch, die wird ja noch ausgestrahlt. Nein, vielleicht hast du gesagt. Vielleicht aber auch nicht. Ah, fuck. Cenk, du bist ein Musikfan, kann man sagen. Wenn ich mich weit aus dem Fenster auch rauslehne. Das geht. Kennst du dich denn auch, also was für ein Genre, wo kennst du dich gut aus? Ich würde sagen, wenn nur Adele-Songs gespielt werden, dann würde ich vielleicht gewinnen. Das aber bei anderen Songs, da sehe ich schwarz. Adele-Special war für Juni geplant, ist gecancelt. Geht leider nicht. Du wolltest dich einladen, hat keinen Bock. Glaubst du, du hast mehr Punkte bei den... Also glaubst du, du weißt mehr Interpreten oder mehr Songtitel? Es muss ja beides stimmen. Wenn überhaupt, glaube ich, Interpreten. Das hilft leider nicht. Dann bist du sehr schnell raus und ich werde wieder allein ziehen. Henke, du bist ja ein Ersatzkandidat für Fresh Torge. Mhm. Applaus für dich, dass du Bock hast. Torge kam ja nicht mehr in seine Hose rein, deswegen bist du heute hier. Ja. Aber auch toll natürlich. Ich habe gerade. Oh, habe ich einen Husten? Ja. Nein, natürlich nicht. Ich habe keinen Husten. Toll, dass du hier bist. Du bist auch Musikfan, du bist Musikfreak. Du hast ja schon mal gewonnen. Ja, ja. Spielst auch in einer Band. Geige, habe ich gehört. Ja, wie läuft's sehr, da? Also passioniert. Die Band Arschwind, könnt ihr gerne mal immer googeln. Wie läuft's da? Du bist Frontsänger und Geigenspieler? Ja, sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht gerade. Ja. Ja, aber wir werden. Ja, also unsere Konzerte werden die ganze Zeit abgesagt. Das ist natürlich klar, da kann natürlich die Zusammenkunft. Völlig verständlich. Ja, weil die ganzen Kitas geschlossen haben. Wir supporten dich natürlich weiterhin. Vielen, vielen Dank, Jungs. Hast du ein Lieblingslied? Jetzt ist es jetzt eine ernsthafte Frage? Ernsthafte Frage, ja. Ja, tatsächlich von den Beatles Blackbird. Ach, die Beatles, die kommen noch ganz groß raus. Oh. Toll. Ja. Finch, brauchen wir gar nicht mehr viel zu erzählen. Du warst ja schon zweimal. Und zweimal nicht gewonnen. Finch, was ist... Heute kommt viel Ballermann, habe ich gehört. Ja, viel Spaß, dann gehe ich gleich wieder. Was ist denn dein Lieblingsgenre? Genre. Also, ich würde schon sagen, dass ich euch in... deutschen Schlager 80er, 90er auf jeden Fall richtig kaputt machen würde. Matthias Reim ist ja auch sicherlich ein Begriff. Ja, ne, obwohl, ich habe mich ja damals blamiert mit dem Wolfgang Petri-Song. Da weiß ich. Dachte, das war Slatko, oder? Ja, Slatko-Vertuschen oder so. Ja. Das ist natürlich, das war sehr peinlich. Geht gar nicht. Also ey, vielleicht sollte ich einfach tief stapeln und hoch gewinnen. Wie hoch ist denn der Druck für dich, heute mal abzuräumen? Also ich habe richtig Druck und ich würde heute richtig gerne absahnen. Lass dir von einem Menschen sagen, der im letzten Jahr ganz nah dran war. Es ist wirklich, man ist manchmal so kurz davor, dann wird man von der Regie verarscht. Es wird der falsche Song vielleicht eingespielt, man denkt falsch und dann ist das Ding ganz schnell wieder weg. Vielleicht will ich aber die Ananas in der derzeitigen Lage gar nicht berühren. Also die wird jeden Tag frisch abgespielt. Ach so, gut, dann will ich sie anfassen und lecken. Wenn ihr euch jetzt sagt, ihr möchtet auch mal da in der Mitte stehen bei den drei Boys, dann schreibt doch jetzt mal eine tolle Bewerbung in die Kommentare, warum gerade ihr hier stehen möchtet. Für eine normale Ausgabe, ne? Für eine normale Ausgabe. Also wir laden euch heute nicht mehr ein, das ist klar. Wir schicken euch jetzt kein Taxi. Aber wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch eine tolle Bewerbung, euer Alter und euren Lieblingssong in die Kommentare. Soll ich zu die Regels kommen? Komm doch mal zu die Regels, denn kein Abend ist gut ohne Regeln. Man braucht heutzutage, in diesen Tagen, braucht man Regeln. Weil sonst geht's drunter und drüber. Wenn er den Mund halten soll, einfach buzzern, dann hält er, glaube ich. Danke. Liebe Freunde, wir spielen heute 5 Runden, erkennt den Song. Und es spielen immer 3 Kandidaten gegeneinander. Und Gewinner der jeweiligen Runde ist, wer zuerst 5 Punkte holt, sprich Interpret und Titel, beides muss stimmen. Wenn das der Fall ist, gibt es einen Punkt. Ja. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt die Runde. In jeder Runde gibt es eine andere Kategorie. Jede Runde steht unter einem anderen Motto. Und die sind, glaube ich, kunterbunt gemixt. Kunterbunt. Da ist für fast jeden was dabei. Und es vorab ist bestimmt, wer zusammen spielt. Es wird sozusagen jeder gleich oft spielen, damit es natürlich fair abläuft, liebe Freunde. Und es kommt noch dicker, denn wer in der jeweiligen Runde am schlechtesten abschneidet mit den Punkten, der muss eine Runde Strafkaraoke spielen. Die Gäste schütteln schon mit dem Kopf. Das ist immer mein persönliches Highlight. Ja. Und ich komme nur deswegen, wegen Strafkaraoke. Strafkaraoke macht mir am meisten Spaß, um andere Leute leiden zu sehen. Außerdem haben wir hier noch was ganz Tolles vorbereitet. Wir haben hier eine Joker-Karte. Jeder von euch bekommt eine Joker-Karte und darf sie einmal einsetzen. Das heißt, wenn ein Song kommt von Wolle Petri und den kennst du nicht, dann denkst du, der Benny weiß es bestimmt, dann kannst du mir die Karte geben, musst sie dann natürlich zerreißen, weil die gilt nur einmal. Und dann darf ich für dich antworten, als Beispiel. Und wenn du es nicht weißt, musst... Dann hast du die Arschkarte leider gezogen. Ich habe auch Dennis schon oft verarscht in der Vergangenheit. Ich habe ja schon gewählt, also habe ich es ja schon. Ja, man kann nicht mehr wechseln. Außerdem werden alle Punkte, die in den Runden gesammelt werden, in einer Live-Tabelle addiert. Die können wir uns jetzt gleich live auch mal anschauen, da steht ja noch nichts drin. In die wunderbare Live-Tabelle.
Und ja, die drei Kandidaten, die nach Runde 5 die meisten Punkte erzielt haben, die ziehen ins Finale ein. Das heißt, ihr müsst Punkte sammeln. Auch wenn ihr nicht gewinnt, sind die Punkte ganz, ganz wichtig. Was sonst tut ihr verlieren tun. Ist das verstanden worden? Ja. Dann möchte ich ein Ei, Ei, Benny hören. Ei, Ei, Benny. Perfekt. Ja, ich würde sagen, liebe Freunde, wir wuseln nicht mehr so lange rum. Ihr habt Bock im Chat, ich habe es ja schon gelesen. Ich habe es auf dem Ohr. Okay, der Chat flippt aus. Beginnen wir mit Kategorie Nummer 1. So, wer spielt? Finn, Schenke und Dennis spielen. So, hier sind eure stehen, Joker. Ne? Hier, Schenke, ist es deiner. Nee, komm. Ich bin jetzt schon komplett, komplett Joker? Aufgeregt. Joker? Also ich war noch nie so nervös auf so einer Bühne hier. Schmiede hier vom Knopf runter. Liebe Freunde, habe ich die Joker-Karte? Ist, du hast sie hier hin? Du hast sie, glaube ich, irgendwo in der Hand oder so. Ach, hier ist sie, ja. Danke, Cengiz. Liebe Freunde, in der nächsten Runde geht es um Cover-Songs. Also schreibt jetzt schon mal eure liebsten Cover-Songs für die nächste Kategorie in den Chat. Chat. Wow. Wir haben hier die Guilty Pleasures, liebe Freunde. Und habt ihr irgendwelche Lieblingssongs, für die ihr euch schämt? Henkenberg. Für die ich mich schäme? Tatsächlich, das war so eine Nickelodeon-Serie, Big Time Rush. Die hatten so einen Song mit Snoop Dogg, Boyfriend hieß er. Kannst du mal kurz ansehen? Nee, kann ich nicht. Nee. Finchi, was ist dein Guilty Pleasure? Oder besteht deine Playlist eigentlich nur aus Guilty Pleasures? Nee, ich schäme mich für keine Songs, die ich höre. Nee? Welchen Song hast du aktuell komplett auf der 1, die du immer hörst? Tokyo Hotel durch den Monsun. Das ist natürlich ein Klassiker. Das ist ein moderner Klassiker. Brett. Ganz klar. Habt ihr die Regeln kapiert? Ja. Ich ziehe kurz meinen Ring aus, das ist nämlich mein Kölschersring. Wow. Also wow, ich erkläre trotzdem nochmal, wenn gleich hier einer falsch rät, der ist dann für die Runde gesperrt und der kann dann erst in der nächsten Runde mitspielen, ist klar. Ne? Die Regeln kennt er beide noch. Ja, sie klaro. Okay. Wenn man buzzert, muss die Antwort rausgeschossen kommen. Nicht nur der Kandidat da vorne. Die Antwort muss rausgefeuert werden. Und ja, ansonsten die Hände nicht hier parken, sondern hier. Was? Ich bin bereit, seid ihr auch bereit? Ich bin jetzt so endlich, Alter. Okay. Die Spice Girls mit yes, If You Wanna Be My Lover. Spice Girls Wanna Be. Der hat den Check geschrieben. Terminator 976. Woher weiß man, wann der Buzzer wieder freigegeben ist? Wenn der nicht mehr läuft. Mechanismus. Also einfach bam, 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 drücken. Ja, es macht natürlich Glück dabei, da muss man. Zack. Ich werde die Regeln nie kapieren, egal. Also. Das nervt mich, direkt liegen gelassen. Ich könnte schon wieder kotzen. Du machst die Songs so schnell. Okay, warte. Slatko, ich vermisse dich wie die Hölle. Henke, wen vermisst du wie die Hölle? Ich hab dich vermisst. Mich? Ja. Aber wir haben gar nicht gespielt. Du hast letztes Mal mit Benny gespielt. Ich verwechsel immer. Das ich schiele. Ich vermisse aktuell meinen Skatclub. Wir dürfen uns nicht mal treffen. Liebe Freunde Udo, Ralf, Fischi, wir zocken bald wieder. Den Günther nicht vergessen. Günther, wir zocken bald wieder. Finchi, wen vermisst du wie die Hölle? Mann, ich bin schon voll auf den nächsten Song. Ich darf noch nicht abspielen. Wen vermisse ich wie die Hölle gerade? Die Freiheit. Nee, darüber. Wir haben alle schon genug Freiheit. Ich vermisse die Solidarität in diesem Lande, dass wir uns einfach mal 4 Wochen das ist einfach mal alle zusammenreißen, 4 Wochen, damit wir noch einen schönen Sommer erleben müssen und nicht Stubenarrest im Sommer nachher dann alle drinnen sitzen. Also einfach mal ein paar Wochen zu Hause einschließen, unnötige Gänge vermeiden und dann ist alles cool und ihr könnt auch wieder zu meinen Konzerten mit. So, jetzt lasst uns jetzt spielen, Alter! Ach, scheiße. Nee. Der ist der falsche Song. Tarkan Kiss Kiss. Falsch! Tarkan Schickerin. Ich bin es! Ist doch Kiss Kiss! Ich hab auch gedacht, Tarkan Kiss Kiss. Kiss Kiss ist die. Ist das die englische Version? Heißt nee, das war Schimmerig. Ging die nicht mal als Kiss Kiss rum bei Viva oder aber so? Wenn, dann ging das Schimmerig in Klammern Kiss Kiss. Genau. Aber in Klammern ist na gut. Na, weiß ich nicht. Was heißt denn Schimmerig, Hengis? Ach so, also es ist Alba. Kiss Kiss. Aber nee, ist okay. Keine Ahnung. Vanessa Carlton, 1000 Miles. 1000 Miles. Nein!
Platz. Die Kiki, danke die Kiki. Ich hab vorher in den Kulissen schon gesagt, heute wird nichts. Ich merk das, ich bin nicht da. Okay. You know the world, you know the world. Warte! You burn my clothes when I'm gone. Oh, you can tell your friends just what a fool I've been. And laugh and joke about me on the phone. Don't break my heart von Achri... Ich kann's nicht aussprechen! Mann, ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wer das ist. You can tell my feet to hit the floor. Keine Ahnung. Or you can tell my... Billy Ray Cyrus! Billy Ray Cyrus! Achim, break my heart. Guck, wir sind nach der Größe aufgestellt, kann das sein? Ja. Und nach dem Kontostand wahrscheinlich auch. Was? Super, Henke. Klasse. Zieh weiter, du Tier. Jawohl. LMFAO, oh, fuck. Jetzt muss die Antwort kommen. LMFAO, I'm sexy and I know it. Ah, fuck, ja. Yeah. I'm sexy and I know it. Zu diesem Song bin ich so abgegangen. Damals konnte man nicht, wie du abgegangen bist. Damals konnte man in Diskotheken gehen. Ich zeig euch jetzt nicht nachher. Was heißt dieses LM, leck my... Leck my fucking ass off, oder nicht? Ich kenn das nicht. Leck my fucking ass off, ja. Kenn nur LOL und Roffel. Das Punkt gemacht. Okay, alles klar. Axel F. Crazy Frog. Ja. Wow. Ja. Ja. Aber. Marauder Girl. Ich habe eine Info. Crazy Frog geht auf Tour Ende des Jahres. Hä? Wirklich? Ein Comeback. Ja. Der hat auch neue Songs auf dem YouTube-Kanal. Könnt ihr mal drauf gehen. Der Frog? Aber wo hast du erkannt, dass das Crazy Frog ist? Weil es gibt ja nur die Originalversion davon. Du hast ja noch nicht mal das Ring-Ding-Ding gehört. Ja, weil ich das weiß. Aha. Wie geht der auf Konzerte? Mir geht der macht leise. Ist das eine Projektion oder was? Ja, ja, genau. Das ist ein echter Frosch, wie Politiker. Sind Franzosen, oder? Ja. Das ist aber da gibt einiges. Schreib mal auf den Franzosen. Kein Plan, Alter. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Wow. Stark! Junge, ist der stark! Hast du letztes Mal gewonnen, dass du hier warst? Ja. Ja, Mann. Mit großem Abstand? Nee, ich glaube mit. Hat der Benni so einen Ballermann-Punkt wahrscheinlich gemacht? Also der hat einen Ballermann-Punkt wahrscheinlich. Wieder eins bin ich, ja. Okay, egal, Punkte sind. Punkte egal! Oh, come on, Alter. Oh, ey, keine Ahnung. Verlangt ihr, dass ich das kenne als Hip-Hopper? Nee. Marky Mark, ich wusste es, aber ich hätte nicht so gewusst. Das ist irgendein Film, wo die ganz viele Models zeigen und so. Ist das nicht so ein Theme von so einer Talkshow in 90er gewesen? Ja, ja. Aber hier Marky Mark ist ja nicht Mark Arabella oder sowas. Nein, du meinst, ist das? Ja, ja, das ist gut verbrechen. Nee, du hast recht. Kriegst du ein paar Mal oder so? Hast recht. Nee, ist schon so eine Talkshow, hast recht. Schwör, Bruder. Eiffel 65 mit Blue. Check, ist auch blau. Nee. Gar nicht? Bin schnell. Aber im Kopf einfach so aus der Natur blau, klar. Wir sind alle ein bisschen crazy. Donna Summer, Hot Stuff. Ja. Stark. Ich bin heute so gut drauf, Alter. Dennis, langsam muss nachziehen. Ganz kurz, Hot Stuff, da möchte ich die Geschichte erzählen. Ich habe mal letztens so Chicken Wings gegessen und die waren auch so, sollten scharf sein. Und man sagt immer, brennt zweimal. Und ich dachte immer, das sagt man so. Mhm. Aber das... Hat er die weggezündet oder was? Das ist jetzt ein Spoiler. Die Geschichte wird nach der Runde beendet. Ein geiler Spoiler. Cliffhanger. Nee. Das weiß, was das ist. Oh, right said Fred, I'm too sexy for my love. Ja. Mann! Oh, Finchi. Finchi hat einen Matchball. Das heißt, wenn er nochmal richtig Bass hat, dann nimmt er die Runde für sich ein. Ich muss aktuell Karaoke sehen. Darum geht es nicht mit dem Punkte sammeln.
Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Ich versuch's einfach mal. Aqua? Nee, süßen. Culture Club Coco Jumbo? Ach, ich dachte, du hast Culture Daniela. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Weißt du nicht, Quinn, da weißt du niemals. Nein. Culture Beat Coco Jumbo. Ja! Was ist das? Mr. President! Mr. President! Dankeschön, Puppet Master. Ja, wir haben mit eurem Culture Candela mich hier völlig durcheinander gebracht. Das ist eine tolle Band. Wir machen auch ein Comeback bald, ne, hab ich gehört. Echt? Ach, mit den Crazy Frog zusammen. Ja, sollen aufhören. YMCA von, was ganz heiß. Joe, weiß es nicht! Ich weiß es doch nicht! Ja, musst du nehmen. Okay, warte, kann ich den Song nochmal hören? Ich hab gar nicht zugehört. Zerreiß den doch mal, Mann. Okay, zerreiß ihn erstmal. Was hast du gesagt? So was hast du gesagt? Was hast du gesagt? YMCA. Kannst du dir ganz genau sagen, von wem was war? Ey, ihr seid so eine Bande, Alter. Right Stripes! YMCA Village People. Ja, Mann, du bist Village People, hab ich gerade nur gefehlt. Aber gut, dass die gerade mal richtig kaputt gemacht hat. Ja, aber Dennis, warum? Ich werde mich schon melden, wenn ich was weiß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, hab ich gar nicht gesagt, oder? Boah! Ja gut, hast du... Warte mal, wir hatten jetzt Matchball. Wir beide, zwei Matchbälle. Ach, ach jetzt auf der Scheiße, Fall. Alter. Ich weiß es. Ich weiß auch. Ich bin komplett... What is love? Ja. Nein, ja. Ja. Nicht schlecht. Den hätte ich gewusst. Hättest du einfach gewartet, eine Runde gewartet. Noch richtig alle Tage Abend. Super Finish natürlich. Toll, erste Runde geht an dich. Ja. Erste Mal gewonnen. Das erste Mal. Dennis, Schraffkaroke steht an. Ja. Michael Wendler, sie liebt den DJ. Dennis Wolter. Oh Mann, ey, Mann! Sie sieht verdammt gut aus. Sie macht sich nur für ihn schön. Schaut keinen an, dann an. Man merkt, wie abgefuckt das ist. Ja, ne? Er ist richtig Bock. Sie lässt keinen an sich ran. Oh, Baby. Und sie bleibt bis früh um vier. Und sie hofft, er kommt zu ihr. Doch sie geht allein nach Haus, wie jedes Mal. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ und sie tanzt in die Nacht und träumt sich mit ihm vor. Sie kennt jeden Song und stellt sich ins Licht, doch er sieht sie nicht. Wunderschön. Alles gut gemacht. Großartig. Ja. Vertrau dir nie wieder. Ich hab doch gar nicht gedacht. Diese roten, schwitzigen Augen. Ich weiß es. Joker weg und Punkt weg. Freunde, wir gucken mal auf die Tabelle. Das ist so ein Genuss. Wer steht ganz oben? Finch Asozial. Oh. Mit 5 Punkten. Hempel mit 4. Stehen jetzt auf 2. Und jetzt gibt's für euch die nächste Kategorie. So, Cengiz, wie sind Ich bin halt so gut drauf, Alter. Wechsel. Oh. Boah, mein ist doch ein Joker. Gott. Henke, das ist, glaube ich, ein Joker, ne? Vielen Dank. Oh, meiner liegt da auch. Das ist der bessere. Immer bei sich tragen. Der meiste Personalausweis. Liebe Freunde,
Schreibt jetzt schon mal einen typischen Meme-Song in die Kommentare. Ja, was man so in Memes so hört. Ihr habt sicherlich ganz, ganz viele kreative Ideen. Ihr seid ja total in dem Meme-Game vorhanden und könnt mir sicherlich ein paar Songs in die Kommentare schreiben. Ach so, warte. Haut rein. Ach genau, Dennis, desinfizier natürlich hier ein bisschen. Das ist so ein Zaubertrick? So, alle mal kurz mal sauber machen. Weil das ist wichtig. Boah, das riecht... Boah. Wie eine 16er-Party. Kann man, kann man das ausbringen und saufen? Ja, da habe ich auch nicht gedacht. Achtet ihr besonders auf Hygiene? Also auch, wenn es kein Corona wäre aktuell? Ja, unten klar, rum. Ne? Unten rum. Unten rum, aber oben nicht. Ne? Das ist mein Motto. Einfach auf den Boden schmeißen. Okay. So. Ja, Dennis hat abgelost in der ersten Runde. Findest du bist natürlich gut dabei. Du bist warm gespielt. Cengiz und ich haben natürlich einen kleinen Nachteil. Wir sind komplett kalt. Was habe ich liegen gelassen, oder? Also das war wirklich... Hathaway, also das war geisteskrank. Ey, Mist, People. Das ist für mich so ein Genuss, euch mal verlieren zu sehen. Darauf habe ich immer gewartet. Das ist so, wie die ganze Nation wartet, wenn Bayern mal verliert. Die sind schon Meister, aber die sollen... Auch mal einen draufkriegen, ne? Das ist geil, das zu sehen, ja. Ja, liebe Freunde, heute in dieser Kategorie geht's um Coversongs. Und ich bin mal gespannt, was ihr hier uns da rausgesucht habt. Hände natürlich nicht zu nah am Buzzer. Und ich würde sagen, wir legen los. Hier bin ich geboren. Oh, nice. Und zwar ist das Gunter Gabriel mit Haus am See. Kennst du den wirklich? Ja, klar. Gunter Gabriel. Gunter Gabriel kenne ich, aber... Da kommen ja die ganzen Ballermann-Dinger jetzt. Da weiß ich auch nicht. Ja, natürlich kommen die jetzt. Das ist doch deine Runde schon das wieder. Das weiß ich doch gar nicht. Cengiz, Coversongs sind dein Ding? Oder? Überhaupt nicht. Mag, warten wir mal ab. Warten wir einfach ich kann, mal ab. Ich kann, wüsste einen Coversong, aber hören wir mal wir weiter. Wir hören mal weiter. 1-0-0. Wenn du original hast. Was ist denn die Müllkategorie rausgedacht? Rammstein. Lindemann. Rammstein. Was ist denn Stripped? Ja. Stripped kam von Unit LP. Wahrscheinlich machst du tolle Let's Plays. Ja. Was ist denn Stripped? Ich kenn das Original noch nicht mal. Kennt ihr Stripped? Also Deep Edge Mode. Kennst du den Film von Till Lindemann, den neuen? Ja, Dennis hat von erzählt. Man kann auch Bibimann und Eier sehen. Da kannst du richtig viel kranke Scheiße sehen, das ist Kunst. Ja? Aber Stripped ist ja von Deep Edge Mode. Da hast du ja eine ganz besondere Beziehung. Du liebst ja Deep Edge Mode. Die Heckscheibenaufkleber, oder? Heckscheibenaufkleber sind so dein Ding. Ja, total. Kratzig immer ab, wenn ich die sehe, oder schlag die Scheiben gleich. Das ist natürlich klar. In Berlin auch Usus. Liegt an der Tagesordnung, ne? Irgendwelche Autos, die man kaputt schlägt. Berlin ist ja so schlimm geworden, da traut man sich gar nicht mehr hin. Na, also bei uns ist, ich weiß nicht, also derzeit sieht es ja bei uns ganz gut aus, wa? Ist ja nichts los, ne? Cengiz, Rammstein, ist das dein Ding? Nee, überhaupt nicht. Kannst du nichts mit anfangen? Wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Immer noch 1-0-0. Ich wusste, dass ich die Kategorie nicht kann, Alter. Ich schwöre. Benni, ficken weg. Wir haben nicht die höchste Spielkultur. Hallo mit 74, 64, 90, 2011. Heino mit 54, 74, 90, 2010. Du musst doch die Weltmeisterschaftstitel deines Landes wissen. 54, 64? Die Reihenfolge. Es hätte auch 2014 sein können, da kam ja die Version noch mal neu raus. Sie haben ja 2014 noch mal eine neue gemacht. Sportfreunde Stiller? Sportfreunde Stiller, original, ja. Ach, das ist doof, den habe ich liegen lassen, weil das ist halt dumm von mir. Ja, na klar, aber das ist ja deine Kategorie. Du kennst ja nur die Fakes und nicht die Originale. Ey, das ist doch cool hier mit Gangsters Paradise. Das ist ein Cover? Das ist ein Cover? Stevie Wonder. Stevie Wonder? Ach, Steffen Wunder hier, der blinde Klavierspieler. Den kenne ich. Der blinde Klavierspieler. Okay, du führst wieder. Auf jeden Fall, was ist los heute? Hast du ein Turbo angeschmissen? Ich bin sowas in Fahrt heute. Oh no, ey. Wir müssen hier Gas geben, sonst müssen wir bei der Karo. Hätte ich das gewusst, wäre ich nicht gekommen. Ach, es sind noch ganz viele Runden mit ganz verschiedenen Kategorien. Ah! Weißt du es? Im Joker
für Henke. Ach so, du bist ein Schwein. Zerreiß. No doubt, it's my life. Henke! Jetzt kommt es überhaupt ab! Was ist diese Farbe? Scheiße nicht! Ich hatte gedacht, Kylie Minogue habe ich, hätte ich jetzt gewartet. Nee, Gwen Stefani. Ja, stimmt. Mit ihrer Band da. Mhm. Okay, 2-2-0. Nächstes Mal. Oh, Jan Delay mit irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ja. Ja, fick dich doch einfach! Von. Henke, immer so. Immer so machen. Cengiz, von wem kam der Songvorschlag? Von Tobi20K. Tobi20K! 20 Mal. Und schon führe ich, liebe Freunde, Cengiz, du darfst ruhig buzzern, Vollgas geben und Finch darf sich jetzt zurückhalten. Na, sei ruhig jetzt. Und weiter geht's. Lass es bleiben. Henke. Can't Hurry Love von Phil Collins. Du musst jetzt einfach einen Joker einschenken. Wie oft haben wir den Joker in der ganzen Sendung? Einmal! Du bist gar nicht in der ganzen Sendung, gell? Ich bin so dumm. Na, ich klaue ihn von euch dann, ey. Jerry Halliwell mit It's Raining Man. Ein Single habe ich gekauft. Ich hab einfach null Punkte. Das ist oder? Jerry Halliwell ist ein Spice Girl. Krass, das hätte das ich Das Cover war so, da regnet es, da steht sie mit ihren Tänzern. Ich habe die CD zu Hause. Aber hätte ich niemals gewusst. Okay. Original ist von? Weather Girls. Du hast einen Matchball, lieber Finch. Du noch einen Punkt und du gewinnst diese Runde schon wieder. Das ist ja unglaublich. Also. Aber so habe ich letzte Woche angefangen und dann war es Supreme. Ja, also heißt noch jetzt hier nicht irgendwas. Komm. Cengiz, weiter Gas geben. Du hast noch alle Chancen. Ich kann es noch schaffen. Hurt von Johnny Cash. Du bist. Yeah! Hast du nicht verdient? Ich bin Baby, ey. Hammer! Den könnten wir ruhig mal durchhören, den Song. Matchball, ist so gut, ey. Aber da hat Doppelmatchball. Doppelmatchball und zu den Song hat auch Gunter Gabriel gecovert. Echt? Ah, aber Johnny Cash. Kennt ihr die Kermit-Version von Hurt? Ja, die kennst du. Es gibt eine Kermit-Version. Doch, die ist geil. Oder diese Heroinspritze setzt. Ist ganz lustig. Okay, bitte, lieber Gott. Sei ruhig. Mach mal die Hände weiter. Ich stehe auf, die Welt ist grau. Meine die Herren, DJ Düse, Wappab. Wolfi hat den Song gewinnt. Das kann... Ich hab gesagt, die Mallorca-Dinger. Und ihr macht's wieder. Ich kann doch nichts dafür, ich tue das doch nicht aus. Also, liebe Freunde, diese Runde gewinne ich mit 5 Punkten. Cengiz, leider keiner kennt man die Stimme von Willi Herren. Indem man nur Ballermann-Musik hört. Den ganzen Tag. Tag an, Tag aus. Man steht auf und ist besoffen. Also, es gibt eine Strafkaroke mit Cengiz, und zwar Puff Daddy und Chase Evans. I'll be missing you. Kann ich nicht. Dennis wird dir helfen. Doch, kennt man. Applaus. Und durch so ein Ding gewinnst du, das ist schon wieder, ey. Na gut, ich hab eine gute Ausgangslage. Ja, du bist gut, du bist perfekt. Mit wann habt ihr das letzte Mal gewonnen? Was war mal so? Ich war einfach nur mal selber gefragt. Was war gut ist? Das kann ich nicht mehr sagen, aber das ist schon mal gut. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Curious, they got no that. Life in the hallway is what it seems to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we're still a team. To your family, I fulfill your dreams. That's the future I can't wait to see. You open the gates for me. We're missing some time. The night they took my friend. Took to play now, first playing again. When it's free, feeling glad to conceal. Imagine all the pain I feel. Give anything to have a breath. I know you're still living in after them. Sprachkurs. Every step I take. Every move I make, every single day. Every time I break. I'll be missing you. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. Okay, thank you.
I'll Be Watching You. Welcher Song ist ein Stalker-Song? Und da ging es um diesen Song. Großartig, Cengiz, auch du hast echt dafür jetzt 5 Punkte verdient. Ja. Was du geleistet hast mit Dennis zusammen. Super, da haben wir noch einen zweiten Applaus natürlich. Klasse. Ich würde sagen, wir schauen mal auf die Tabelle. Jetzt. Finch natürlich noch auf Platz Nummer 1, ganz klar, hat er im Spiel Vorsprung. Und ich bin direkt dich gefolgt auf Platz Nummer 2. Und ich würde ganz klar sagen, wir spielen jetzt die nächste Kategorie. Du bist Finch und ich Du bist für Finch Henke, dabei. Komm her. Nimm deinen Joker mit, hier. Ja, hab schon. Dein Joker. Hab schon. Enkel. Also, den mit das ist meiner. Nee. Sekunde. Genau, erstmal sauber ja machen. Mal, ich muss ja nicht sauber machen. Rüber schmieren. Schmier da nochmal drüber, klar, hat mir Glück gebracht eben. Nee, geht ja eigentlich nicht. Ja. Cengiz, Meme-Songs. Müsste doch was für dich sein jetzt, oder? Als Streamer, ihr seid doch beide Streamer. Kommt die Kategorie? Natürlich, wir haben jetzt Meme-Songs. Okay, aber da gibt es ja kaum Interpreten teilweise. Ich bin auch gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Aber okay. Ihr seid doch Streamer, ihr beiden, oder ihr seid Streamer-Kollegen. Gibt es da Feindschaften? Nee. Oder gibt es nur Lieben unter Streamern? Nee. Oder weil auf YouTube, da wird sich ja gebieft, im Streamland nicht. Also tatsächlich ist auf Twitch hast du halt eher Konkurrenz, weil du kannst ja nicht gleichzeitig zwei Leuten zu gucken. Wieso, man aber kann auch mehr Attacks auch machen. Ist eigentlich harmonischer tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Ja, aber es gibt auch Twitch, es gibt auch Hotbox, was gibt's noch? Hotbox gibt's, aber Hotbox benutzt keine Sau. Hitbox heißt es. Hitbox war mal ein Twitch-Konkurrent, das vor aber 2013 oder so gewesen. Aber guckt weiter YouTube, öffentlich-rechtlichen Kram, seid auf der sicheren Seite. Ja. In der nächsten Runde geht's um die Songs, die am meisten gestreamt worden sind. Also eure Streaming-Stars jetzt in die Kommentare schreiben und mal sehen, was ihr da für uns bereithaltet. Ich bin sehr gespannt. Ja. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt, wir legen los. Henkel, du bist ja ein Großmeister der Musik. Was? Unglaublich, du weißt ja alles. Ja, Mensch. Habt ihr Streamer nichts zu tun, außer Musik hören oder was? Ja, ja, tatsächlich. Nee, ich höre ja aber mal, man sieht keine Musik. Du hörst ja, wie bist du jetzt bei den Meme-Songs, werdet ihr beide viel stärker sein. Ich bin gespannt und ich möchte mich mit euch ein bisschen unterhalten. Du trägst ganz viele Ringe. Mhm. Wofür stehen diese Ringe? Ist unterschiedlich tatsächlich. Also zeig mal in die Kamera die Ringe. Soll ich mal zeigen? Auf welche? Hier, die rot leuchtet. Hier. Ich habe hier, den habe ich von einem Freund geschenkt bekommen. Der ist tatsächlich aus den USA, aus dem USA-Urlaub, von Navajo-Indianern aus Arizona. Und der ist eiskalt. Der ist aber für den Flex. Wow. Der ist aus Gondor. Der ist aus Gondor. Der ist von Oma. Wow. Wow. Nimmst du die auch mal ab oder schläfst du auch damit? Nee, davor nehme ich die ja, weil ich hätte Angst, dass ich meine Finger abfaulen, wenn ich ihn über Nacht dran habe. Ist auch so, oder nicht? Ja, grundsätzlich. Du hast das Leben verstanden. Bist du damit eigentlich? Nein. Echt nicht? Nein. Ich frage keinen. Los also, geht's, Freunde. Oder jetzt ist immer Ruhe! Weiter geht's. Ey. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Sehr gut. Von EAZ oder EAZ, weiß ich nicht. Erz. EAZ. Sehr gut. Ich kann diese. Die Scheiße ist, dass ich in diese Kategorie bin, weil ich kann hier keine Punkte sammeln. Scheiße sagt man nicht, Scheiße macht. Meme-Hits heißt jetzt, dass das immer im Internet mit diese Bilder hast, denn und dann. Ja, dass du. Ja, das ist ein Video drunter. Okay. Meme. Oh, weiter geht's. Hating. Wenn das heißt schon alles, wenn der. Ride in Solo. Nee. See Me Rollin' von Puff Daddy. Putschi, Hilfe, komm! Ich weiß den Interpreten nicht. Ich weiß den Interpreten auch nicht, leider nicht. Wir waren One-Hit-Wunder. Ridin' Dirty von Puff Daddy, weiß ich nicht. Nein, genau. Ist ein One-Hit-Wunder. Ja, ne? Hätte ich mir jetzt auch gedacht. Das klingt wie nach Puff Daddy. Weiß ich nicht. Ja, Chamillionär. Chamillionär? Das ist ein Deutscher gewesen, Chamillionär. Nee, das war Reptile. War was anderes. Woos. Freunde, kennt ihr noch Kenny Woos right back? Kennt ihr noch Reptile? Er konnte kein Englisch. Den Rapper? Oh Gott, ich hab 1-0-0. Boah, das wird echt schwierig. Ich glaube, ich verliere zu 0. Ich arbeite mit Henke zusammen. Ich muss mich ja, wir machen das. Probieren. Du siehst so anders aus. Egal, von Michael Wendler. Ja! Timo Krause, du hast einen richtig guten Musikgeschmack. Michael Wender hat egal. Geiles Ding. Mensch! Ich dachte, die Coverrunde ist schon vorbei. Mensch, Cengiz ist doch egal, das weißt du doch auch, oder? Michael Wender. Nee, hab ich noch nie gehört. Noch nie gehört? Nee, wirklich nicht. Weiter geht's.
Nein, das ist nein. Hello Darkness, my old friend von Simon & Garfunkel. Falsch. Das ist nämlich falsch, weißt du das? Ich kann die Interpreten. Scheiße. Hä? Nicht. Ich weiß es. Aber der Song ist falsch. Er wartet aber noch ab. Simon & Garfunkel mit... Ich glaube, ich weiß es. Hello. Ja. Was war es ein? Keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß es. Hä? Es war irgendwas mit Silence. Ja, aber du warst da richtig. Simon Garfunkel ist gut. Ach nein, das ist doch easy. Freunde, bald den Chat voll. Eins in den Chat. Alge. Bangarang von Skrillex. Alter, wie schnell. Skrillex und? Sia. Ist sie nicht so? Nee, dann Bangarang von Skrillex und Syra? Ja, aber es ist ja weiß. 1-1-1, Schenk ist erster Punkt. Fuck, ey. Ja, Premiere. Sehr gut. Oh, ist hier spannend, ey. Ärmel hoch. Weiter geht's. Der Rude Sandstorm. Sehr gut. Von Orlan 122. Ja. Super Orlan. Liebe Freunde, ihr seid ganz besonders wichtig. Schreibt eure Songs in die Kommentare. Wir werden euch erwähnen. Eure Internet-Vorbilder erwähnen euch. Ist auch super. Ist auch total toll. Das war's. Oh nein, wie hieß er? Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung, hab ich vergessen. Ich hab vergessen, wie der heißt. Wie hieß der nochmal? Ja. Nein, ich weiß es. Sag's nicht. Man's Not Hot von T-Pain. Nein. Ach, was? Was war das denn? Ja, keine Ahnung. Ich weiß, wie der heißt jetzt. Das ärgert mich jetzt total. Der Song so heiß, weiß ich jetzt aber auch nicht. Wer ist es denn gewesen? Warte, nee, geht doch noch weiter, oder nicht? Nee, ich weiß nicht. Schenk es. Ja, Big Shark, genau. Das war dieser Comedian da aus... Ach Mann, das ärgert mich. Ich muss einsammeln. Kennt ihr das Excel-Cover von dem Song? Also, wenn Excel das Spiel singt. Ach du liebe Zeit. Grüße an dich, Excel. Ja, liebe Grüße. Free Excel. Stimmt. Oh Gott, wie hieß denn der Kollege? Das war auch dieser alte Russe. Ja. Wovon ist das nochmal? Nein, das kannst du nicht wissen. Eduard Kahil, Trololo-Song. Was? What the fuck? Das ist kein Mensch. Ein Alien. Das war ein Alien. Ein Alien. Ist unglaublich. 3 Punkte für Henke. Ich habe einen Punkt und Schenk ist auch einen Punkt. Das ist mein Bereich. Meme-Songs. Das weiß ich. Wir losen extrem ab, Schenke, ich merke schon, wir singen uns schon da vorne wahrscheinlich gleich wieder. Ach Mensch, Henke, wieso weißt du die ganzen Titel? Es kommt raus. Weißt du was, Ben, es geht für uns drei um den dritten Platz. Ich glaube, die beiden sind durch und wir drei müssen uns um den dritten Platz im Finale kämpfen. Kann ich jetzt schon mal. Ich will einfach nicht singen heute. Das war starke Raten auf jeden Fall gerade. Ja, du bist ja extrem stark. Ich glaube, Henke ist auf jeden Fall durch, aber wir müssen halt ein bisschen kämpfen. Ja. Na, ihr macht einfach wieder eine Ballermann-Runde und dann seid ihr im Finale. Aber wir können es ja nicht beeinflussen. Das denken die immer alle draus, dass wir es beeinflussen können. Können wir ja gar nicht. Wir können einfach nur raten und unser Leben raten. Okay, weiter geht's. Noch nicht. Schatz. Nur dann! Schatz! Ich kann nicht mehr warten. Ja! Aber wichtig ist so, Schatz, ich kann nicht mehr warten. Hab ich schon gesagt. Ja, hast du gut gemacht. Von Coco XS. Wow. Ja, da hab ich meine Unterhosen her. Ist ein Hit. Was macht Mördern jetzt in diesem Moment? Finch. Warten. Cenk, ist doch ein Evergreen, Mördern, oder? Kennst du doch auch. Mördern, Schatz, ich kann nicht mehr warten. Ist doch ein Klassiker. Warum habt ihr mich eingeladen? Wir sind nur 18 Punkten.
Punkt, der ist doch schon mal gut. Okay, weiter geht's. Das ist der John Cena-Theme. Das hat keinen Interpreten. John Cena? Das ist falsch. Hä? Naja, hat er. Ich weiß es nämlich! Aber es weiß ist. Ja, doch, doch. Nein, weiß ich nicht. Doch, es ist safe nicht. Das ist ein Spanier, aber. Ja, Weißt du nie das? Im Leben weißt du das. Nie im Spanier, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Zehner, weißt du nicht. Ich weiß, wie der Song heißt, aber ich weiß nicht, wie der Künstler ist. Keine Ahnung. My Time Is Now von John Cena. Nein, komm. You can see me, oder? Hieß der? You can see me, you can see me. Der Herr, ne? Ja, aber. Rappt. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, My Time Is Now, ne? Nicht The Time Is Now. Ja, aber Tina rappt ja, genau. Das ist in Spanien, das ist ja Spanier. Ja, das macht Sinn, aber ich dachte, das ist extra dafür. Ja, es wurde anscheinend extra dafür gemacht. Stimmt, der rappt. Alter, ich werd bekloppt. Er ist September von Earth, Wind & Fire. Ist krank. So, jetzt den hole ich. Krank. Matchball. Südafrika. Ja. Was? Ich hab den eingeschickt, ja. Henke, wunderbar. Stopp. Ja, gut. Ich geh schon mal. Benni, jetzt kommst du mit. Wir müssen ihn Legende Henke oder so. Jetzt Henke nennen. Ja. Henke. Cengiz, Grup Tekan, wo bist du mein Sonnenlicht? Oh nein. Oh nein. Ich mach mit, natürlich mach ich mit. Ach. Oh, herrlich. Ah, das Hintergrundbild. Guck mal, da bist du rechts. Ja, der ist gut. Baby, mit DC, von dem ich immer geträumt habe. Deine Lippen schmecken wie Eis am hitzigen Sonntag. Hör mir zu, weil ich dir sag, dass du die Welt für mich bist. Wenn du nicht mehr bist, dann hätte ich sie nicht. Es war lieber als der Blick. Dein Respekt ist für mich so groß, unersetzlich. Wir lieben Hand in Hand am großen Meeresstrand. Du bist die, ich brauche Begehre. Neben dir fühle ich mich, als wenn ich nichts wäre. Und wenn du jetzt glaubst, sie alle diese nicht, dann hast du falsch geglaubt, dann gehöre ich liebe dich. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich, damit du's weißt, ich liebe dich. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich respektiere nur dich, damit du's weißt, ich liebe dich. Wow. Wahnsinn! Na, zumindest war der Refrain schön. Das war doch schon mal nix Verkehrtes, sag ich mal. Gemacht. Es war nichts Verkehrtes, genau. Ich lasse dich mal durch. So. Ich würde sagen, wir wagen mal einen Blick auf die Tabelle. Was ändert sich nun? Ich bin immer noch auf der Platz Nummer 7. Alphabetisch geordnet oder warum? Nee, mit 7 Punkten auf Platz 3. Ja, gibt ja gar keinen Sinn. Ich hab mein F. Cenk ist ein Punkt, da ist noch Luft nach oben. Ja. Dennis, auch bei dir. Ich muss punkten, die nächsten beiden. Du musst punkten. Ich muss ins Finale. Ich würde sagen, wir starten in die nächste Kategorie. Nur Benni tauscht, alle anderen bleiben stehen. Bitte jetzt auch desinfizieren bringen, ne, Benni? Klar. Oh, es ist schon ein gewisser Druck, liebe Freunde. Bitte kommentiert fleißig und wünscht mir Glück. Schreibt mir mal Dennis in die Kommentare, macht ein Herz. Und ich bin wirklich... Ich muss jetzt punkten, weil sonst ist es schwierig. Mhm. Also ich muss, ich glaube, ihr beiden, ihr seid durch. Oder? Ihr beiden, du bist voll konzentriert. Ich hab Bock jetzt. Ich hab jetzt auch keine Lust zu reden. Ich will jetzt hier einfach weitermachen. Jetzt geht's nämlich um die Streaming Stars, liebe Freunde. Und schreibt jetzt schon mal euren Lieblingssong in die Kommentare zum Thema
Musiklegenden, persönliche Musiklegenden. Welche Musiklegende ist euch im Kopf geblieben? Wen hört ihr jeden Tag unter den Finch Asozial vielleicht? Das ist für dich. Finch Asozial vielleicht auch eine Musiklegende für euch. Schreibt in den Chat. Ansonsten, ich bin jetzt auch wirklich dabei. Und jetzt reicht's mir auch. Ich werde das Ding jetzt mit mindestens 4 Punkten zumachen. Cenk, du hast noch einen Joker. Ich bin aktiv für dich. Ja. Bin da. Humble von Kendrick Lamar. Alter, der kennt. Ja, los. Kennt ihr ihn aktuell? Ja, los. Oder die Klassiker. Ist und die Klassiker. Oder Fakigano. Fakigano. Das ist echt, das ist so schwierig. Das ist krass. So, nächster. 1-0. Meine Güte, Despacito. Von? Von. Ich weiß es. Achso, da ist kein Joker mehr. Kein Joker mehr. Ja! Ja. Zeig's in die Kamera. Despacito von Luis Fonso. Und? Nein! Despacito, Luis Fonso und Justin Bieber. Nein! Luis Fonso. Nein! Despacito von Luis Fonsi und. Hieß der? Nee, der hieß nicht Don Omar, ne? Nee. Falsch. Wie hieß der? Nein! Danny Yankee! Gasolina, Mann! Gasolina! Vor allen Dingen, Luis Fonso wäre auch falsch gewesen. Ach, ja, du hast richtig. Ich dachte, er hat sich versprochen mit Fonsi. Nee, ich vertraue dir nie wieder. Sag ich doch, kann ich vertrauen. Kannst du auch nicht, hast du keine Karte. Ja, genau. Ach, Scheiße. Hart. Unglaublich. Adele, Someone Like You. Das wäre dein Punkt gewesen. Cenk, das ist doch deins. Ja. Hättest du aber du warst schneller. Das ist. Okay. Sia Titanium mit David Guetta zusammen. Vielen Dank. Das ist meine Mucke, wenn ich richtig abfeiern will. Die David Guetta-Zeit war krass. Die war heftig. Ist David Guetta jetzt noch im Game? Nee, der macht jetzt so seine Lütten-Sachen irgendwo in Las Vegas. Der geht hin, steckt einen Stick drin und verdient trotzdem nochmal 500.000. Also ist ja noch krass. Ja, wenn das reicht. Für die Minute. Ja, ja. Okay, 2-1-0. The Killers, Mrs. Brightside. Mr. Brightside. Mrs. Brightside, ja, Mrs. Brightside. Mr. Brightside. Ja. Was hast du als Erste gesagt? The Killers. Ja, aber hast du Mrs. Brightside oder Mr. Brightside? Der hat doch Mrs. gesagt, oder nicht? Ey, ich sag nichts. Das Internet kümmert sich um dich. Alles gut. Ja, ich hab Mr. gehört. Nein, du bist dein Bruder, klar. Das gewinne ich. Das ist Goosebumps von Travis Scott. Geil! Oh, Tobi hat geschrieben und der Song hat ach so. 854 Millionen. Ich habe den Song noch nie gehört! Was? Den kennst du nicht? Nee. Kennt ihr so? Ja, geil! Geiler Hit. Das ist sogar mit Kendrick, glaube ich. Mit Kendrick Lamar. Nee, den hättest du. Oder? Oh oh! Das ist Remix! 3-2-0. Cengiz! Das ist von High Hopes von Panic at the Disco. Kann man das nicht? Ich weiß es auch nicht. Komplett raus. Beim Anfang schon. Das Ding haben sie auch letztes Jahr auf und dann gespielt, oder vorletztes Jahr. Du hast ja nicht mal einen halben Takt hier gebraucht, um das zu hören. Ja, wozu auch? Du hast das ultimative Gehör. Ja. Unglaublich. Wieder mehr, ich brauche Punkte. Kannst du mit dem Kopf buzzern oder mit dem linken Zeh? Geh schon mal dahin. Du hast Mist gesagt. Ja, zieh mal ab oder was? Zieht ab, kommt. Oh, und jetzt Gerechtigkeit endlich mal hier. So, den kill ich jetzt. Krass. Zieht ab. Dennis, so. Was ist dein Statement dazu? Ich wurde in der Vergangenheit so oft verarscht. Das ist mein Statement. Ich hätte es ihm gegönnt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich es ihm gegönnt hätte. Die haben mich wahrscheinlich verraten in den Kommentaren. Die schreiben, soll ich gar nicht mehr reinschreiben. Ja. Ja, das kann sein. Aber Gerechtigkeit ist vor allem in heutiger Zeit ganz wichtig. Bis in die Gerechtigkeit. Bad Guy von Billie Eilish tatsächlich. 5-1-0, Freunde!
Der ist zu stark. Das wird nicht mehr. Einfach ein kranker Typ. Dennis, was passiert jetzt? Ach so. Drake, Hotline Bling. Cengiz Mode tut mir so leid, Alter, wirklich. Cengiz, Hotline Bling. Ich kann doch nicht mal... Ich kann nicht mal das lesen, was da steht. Ich weiß nicht mal, was das für ein Song ist. Aber falsches Bild. Falsches Bild, egal. Hear me on my cell phone. Late night when you need, when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know one that hotline bling. That can only mean one thing. I know one that hotline bling. That can only mean one thing. Ey, was ist ein City? Got a reputation for yourself now. Everybody knows that I left out. Can you get me down? Wo sind wir? Kostet eine Drink. Ich kann das nicht lesen. Mach mal den Text, mach das groß. Mach das groß. A cell phone. Der Text wurde kurz kleiner gemacht. Der Text war weg. Kommt, ihr könnt zurückkommen. Jetzt. Tolle Leistung. Mega, mega. Wie auf der AIDA, so ein Thema. Freunde, wir wagen einen Blick auf die Tabelle. Es wird über den dritten Platz wird ziemlich eng langsam. Ja, Alter. Gut, ich punkte wie satt. Ich habe 3-0-7 und ich erkenne mich nicht wieder. Hätte natürlich eigentlich jetzt eine 4 stehen können. Erwischt. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Kategorie. Die da wäre. So. Henke und Cengiz auf die Couch. Genau. Ab dafür. Jetzt kommt Finch in die Mitte. Jetzt geht es darum, einfach nur zu zerstören. Einfach nur. Freunde, schreibt jetzt 5-0 eure Songwünsche fürs Finale in die Kommentare. Ihr könnt alles reinschreiben. Eure Lieblingssongs einfach rein, egal welchen. Scheiße, ich hab nicht mehr einen Joker. Hast du noch einen Joker, Dennis? Ah, nee. Ich hab auch keinen mehr. Du hast auch keinen mehr, ne? Ja, jetzt kommt wirklich. So, also, wir können auch Henke nicht mehr benutzen. Geht's? Ich habe 3, bin jetzt 7. Ich muss ja mindestens 4 Punkte machen, um ins Finale zu kommen. Ja. Wie, bin ich schon im Finale? Ja, klar. Ja, ja. Kann man fast sagen. Ja, außer. Ja, klar. Aber wenn Dennis jetzt 4 Punkte macht, ich mach Kai, bin ich raus. Wenn du 4 machst, er 4 macht? Dann nehme ich auch raus. Und ich mach 0? So, es kann alles passieren, liebe Freunde. Es kann alles passieren. Reicht mir jetzt hier. Und Musiklegenden, ich bin echt gespannt, wer da so vorkommt. Wenn da einmal DJ Düse als Musiklegende gehandelt wird, oder Willi Herren, oder keine Ahnung. Micky Krause ist aber Krause Legende. Oma. Ja. Ihr hörtet doch zusammen wahrscheinlich. Nee, jetzt wird allein in der Badewanne. So, okay. Oh, Hände zurück, da sind länger. Warte mal kurz. Ja, länger jetzt. Komm. Ganz schwitzig sind sie schon. Ich bin gerade aufgeregt. Das ist schon wieder. Jetzt kommt das wieder. Das ist schon wieder drückt, wie ich wissen. 3, 2, 1. Weiß es aber! Ich weiß es! Alle warten auf das Licht. Alter, bin ich da. Fürchtet euch nicht. Ich würde jetzt sagen, ist das Rammstein Engel? Nee. Rammstein Feuer? Ich kenne nicht. Deutschland, glaube ich. Nee, Sonne. Sonne. Hier kommt die Sonne. Nicht so meine Musik. Obwohl sie sehr gut sind, aber nicht. Oh, hast du schon mal live gesehen? Nee. Hast du das Musikvideo gesehen? Hast du erzählt eben, ne? Von Rammstein, ne? Wo der nackig ist. Nee, das ist ja nicht Musikvideo das. Ist ja nur. Das ist ja ein Till Lindemann so. Alleine. Ich dachte, das wäre ein Musikvideo. Nee. Das ist ein Porno von ihm? Nein, das ist Kunst. Okay. Dann auch, geht's weiter. So abzusprechen. Du gingst von mir. Ihr seid. Es war die Stunde. 3, 2, 1. Wolfgang Petri mit. 3, 2, 1. Hä? Wolfgang Petri mit Verlieben verloren. Vergessen aber Zeit. Verlieben verloren. Vergessen Zeit. Sauger John.
Saugadon. Guck mal, eigentlich bist du im Finale. Wenn du mich einfach gewinnen lässt, 4 Punkte, dann komme ich ins Finale. Ihr habt mich hier 2 Sendungen lang gequält. Und Henke und ich, wir sind heute nur hier, um euch zu quälen. Genau. Jetzt müssen wir jetzt auch mal hier Tatsachen. Benny, Hände zurück. Ja, weiß ich. Notorious B.I.G. mit Juicy. Nein! Notorious B.I.G. Hypnotize. Ja! Warum wartet ihr, bis ich drücke? Dass ich ausschließe, was? Ist das egal? Okay, ich war ein Punkt. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Frank Sinatra, That's Life. That's life. Frank Sinatra hat sie gewusst, oder? Gleich am Anfang. Ja, klar, ja. Hört man raus. Hört man, ja. Frank Sinatra, aber New York, New York. Punkte, das hätte ich nämlich gedacht. Ja, Frank Sinatra. Ah, nee, dann hätten... Dip, dip, dip. Ja, genau. Ja. Mach doch mal die Hände runter, ey! Nein! Phil Collins, In the Air Tonight. Ja! Davor! Punkt, Punkt, fuck! It starts with... Linkin Park mit... Numb. I don't know why... Linkin Park mit Numb Encore. Nein. Nee. Ich weiß es. Linkin Park mit Ende. Vorbei, 3, 2, 1. Vorbei, hallo. 3, 2, 1, Schutz. Hallo, Linkin Park in die End. Alter, ich bin voll den Himmel, so was. Benni, Finger zurück. Hände. Da guck mal, wie der seine Hände schon... Hier. Genau, hier ist der Wasser. Hier. Du auch. Können Sie rutschen nach vorne. Mende. Michael Jackson, Billie Jean. Falsch. Hä? Michael Jackson, Dirty Diana. Richtig. Ja! Weil ihr mit Mende mitgespielt habt. Matchball. Weiter. Mende, das ihr spielt. Matchball, Dennis, ne? Okay. Der Vorschlag kam von Mike Less. Cool. Nirvana mit Smells Like Teen Spirit. Nee. Oh, geiler Song. Vergiss mal nichts. I'm so ugly. That's okay. Da ist keiner. Nirvana mit Hypnotized. Ja, ich kenne den Song nicht, aber das ist... Ich hoffe, das ist ein cooler Titel. Ja, vorbei. Nirvana, Every Day. Oh, nee, jetzt nicht. Ey, mach die Hände zurück. Haare frisch frisiert. Ihr werdet nicht mit meinem Song... Finch, Asozial, Big Mike, letzter echter Macho. Ja! Ja, mach. Ja! Der letzte echte Macho. Der echte Macho. Spielbrill auf der Handelbank. Der letzte echte Macho. Du hast aber
Verletzter ist da mal schuld. Aber er ist ja der Letzte, deswegen ist er so Sprachgebrauch. Hey. Bei mir hat nur ein Buchstabe, war nur ein Buchstabe falsch. Nee, ich hab hier auch die ganze Zeit abgemacht. Ja, aber nee, aber eigentlich hat er recht. Ich hab recht, oder? Ich ja, du der hast Letzte, recht. Ich den mach so. Hey, das ist bitte komplett fair. Wenn wir vielleicht, hast du recht, hast du recht. Und die im Internet rasten aus, das willst du nicht, die sind gefährlich. Abzug. Das kann doch nicht sein! Das ist jetzt hier richtig real. Ich werde trotzdem einen Punkt machen, du Spack. Ich kenne den, der den geschrieben hat, den Song, und der sagt, das ist... Kopflos Kalli? Ja. Der Pep-Zwerg. Mach die Hände runter, ich rast komplett Hand aus. Runter. Kraftwerk Energie. Kraftwerk Roboter? Kraftwerk Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Aber dann ist der Falco. Falco mit Mutter! Ja! Ist das hier ich dachte nicht, dass es Falco ist. Es gibt auch einen Remix. Ja, das ist auch abgedreht, das ist auch von Falco. Ich kann dich aushalten, ist zu viel Druck. Ich wollte erst Falco sagen. Er hat. Nee, ist egal. Und zwar ist es Eminem mit Lose Yourself! Oh. Eminem, my name is. It's the return of the. Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did, kidding. And Dr. Dre said, nothing, you idiots, Dr. Dre's dead. Eminem without me? Nee, ist dem Shady. Nimm Shady. Ah. Wie ist dem Shady? Wir hatten ja schon bevor. Ah, ich bin so durch. Sorry, muss man wissen. Ja. Der, wer noch nicht hier oben stand, der weiß nicht, wie der Druck ist, oder? Das ist schon krass, ja. Also, das ist ihr könnt echt nicht daran finden, das ist unmöglich. Also wirklich. Komm, wenn ich jetzt einen Punkt mache, bin ich trotzdem weiter als Dennis. Wir würden nicht mal unsere eigenen Songs erkennen. Außer wenn ich dann den gewinne. Ja. Ey, mach die Hand weg. Purple Rain von Prince. Ja! Oder bei mir? Warte mal ab, erstmal muss ich was machen. Okay. Benny, Rod Stewart Sailing. Ja, passt ja. Rod Stewart Sailing. Sailing. Geil. Das ist so dieser Applaus aufpassen. I am sailing. I am sailing. Across the sea, I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Mal auf die Live-Tabelle. Wer hat ins Finale geschafft, liebe Freunde? Wir schauen, es entwickelt sich 8 Punkte. Ich ziehe vorbei, liebe Freunde. Applaus für mich. Ja, Benny, wie ist das Gefühl? Ist das bitter? Ist meine Rache für den Supreme-Fail? Wieso Rache? Ich habe ja einen Punkt gemacht, der wurde ja aberkannt. Ah, da dürfen okay. Die Leute gehen mauscheln. Okay. Und, liebe Freunde, das Finale besteht aus Henke, Finch Asozial und Dennis. Mal rüber, wa? Ich würde gerne wieder hier stehen. Ja, Freunde, ihr habt euch in der Mitte. Henke, hast du noch einen Joker?
Ja, ich auch noch einen. Ich gerne gleich gerne. Nee, den benutze ich nicht. Oh, kann ich den denn benutzen? Nö, das ist auch gar nicht. Das halte ich. Freunde, das ist jetzt ein bunter Musikmix, den ihr euch in die Kommentare bunt getippt habt. Von den Fans jetzt. Von den Fans. Ihr habt in die Kommentare geschrieben, welcher Song jetzt in der Finalrunde gespielt werden soll. Und ich bin echt gespannt. Also ich habe jetzt meinen Favoriten. Besser wäre es Cengiz, mein Favorit. Neben mir. Und dich gefolgt von Henke natürlich. Und ich glaube, es wird ein Ding zwischen Finch und Henke. Echt? Weil wenn man mich nach unten drückt, dann komme ich nach unten. Arbeitsamt, wovon ich rede. Wenn man mich versucht zu drücken, komme ich noch stärker empor. Und wisst ihr was? Ich mache eine Ankündigung. Lukas macht die Kamera an. Ich gewinne. Darf man popeln bei euch im Fernsehen? Aber nur wenn du den Popel auch isst. Nee, das mag ich nicht mehr schon seit einer Weile. Der hat zugezogen. Gut geschaltet, Luki, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, gleiche Regel wie sonst. 5 Punkte, wer gewinnt und der darf dann die goldenen Ananas berühren. Einmal ganz kurz, Benni, bitte nochmal ganz kurz desinfizieren. Ja. Ist ja widerlich. Meine Hände bitte auch. Wer möchte komplett desinfiziert werden? Der Finch, bitte. Popel erstmal. Nein, das ist noch für deine Haut. Ich möchte, dass ich habe Neurodermitis, hören Sie auf damit. Ach, das ist natürlich nicht so cool. Der Gewinner darf heute nicht nur die goldenen Ananas berühren. Ich lege auch noch 10 Pakete Nudeln drauf und ein halbes Paket Toilettenpapier. Benutzt oder unbenutzt, ist natürlich jetzt die große Frage. Kommt drauf an. Also wer wirklich richtig gut spielt. Doppellagig? Vierlagig sogar. Ich habe mich geprügelt mit Ulla vom Aldi-Regal. Es ist wirklich vierlagig. Ihr könnt ja jetzt schon mal euren Favoriten in die Kommentare schreiben, bevor die Runde hier zu Ende ist. Ja, ne, was glaubt ihr, wer gewinnt? Hashtag Finch, Hashtag Henke oder Hashtag Dennis? Macht's. Oh, ich bin echt gespannt. Spiele einfach jetzt wie andere Menschen. Die Hände vielleicht auch mal dann da, wo sie hin sind. Ja, vorne. Dann solltest du an deiner Familie nachgucken. Boah, okay. Huh. Okay, los! Kraftklub. Ich will nicht nach Berlin. Ja. Dennis Aha. Ist das vielleicht, um mich zu verarschen, dass ich das sage? Dennis Aha? Oder ist das wirklich der Name? Man weiß es nicht. 1-0-0. Kannst du niemals erkennen. Das kann ich sagen. Keine Ahnung. Was war das jetzt? Antwort, hallo? Es ist, ja, das geht nicht. Doch, ein bisschen. Habt ihr denn für Fans? Oh nein, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Entrück. Weißt du, geil, wie der Typ heißt? Ich weiß das ja. Typ? Ja, das ist der Typ, das ist der für Eurovision. Oh nein! Oh, keine Ahnung, wie der heißt. Ich hab's vergessen. Ja, weil sie sagt, Jungscha? Das ist genau, weil es Ben Dolis. Ben Dolis. Ja, genau. Der macht jetzt für Eurovision. Der macht irgendwie, weiß ich nicht, Dritter bei The Voice oder so. Das ist unser Kandidat für Rotterdam. ESC, Freunde. Eine tolle Show, öffentlich-rechtlich natürlich. Das wird was. Mal gucken, vielleicht findet es auch nicht statt. Ich hoffe natürlich stark, dass sie stattfindet. So. Ja, es war schon wieder klar. Das ist nämlich Micky Krause. Bist du da schon in der Sonne? Hä? Ich weiß es. Micky Krause. Nein! Ich bin nicht der Joker. Die Joker. Geht nicht mehr? Scheiße. Ich Icke Hüftkold mit Kartoffelsalat. Falsch. Dicke Titten Kartoffelsalat. Dicke Titten. Mann, ich kenn schon den Künstler. Dicke Titten Kartoffelsalat. Ja, keine Ahnung. Da wäre mein Einsatz gewesen, denke ich. Ja. War ich zu stolz wieder. KS4. Es war ja schon mal gut, dass ich euch schon mal gezeigt habe, dass ich auch in eurem... Das ist der, den ich liegen lassen habe. Den habe ich liegen gelassen. Jetzt muss also mal langsam losgehen hier. Dicke Titten, Alter. So was kenne ich nicht. Gorillas mit... Stopp. Gorillas mit Clint Eastwood. Fuck! Oh. Ja, Mathe! Du hättest das ist eine geile Platte gewesen. Clint Eastwood und wie heißt der andere Song danach? Welchen meinst du jetzt? Die haben noch einen Song. Wollt ihr euch ein Zimmerchen nehmen? Oder? Oh Gott. Gorillas und... Ist doch deine Lieblingsband, Cengiz, oder? Gorillas ist gut, ne? Ist egal. Und dann kam der erste Rapper. Sido, Aschwick-Song. Ach, du Sau. Sag mal, was ist los?
jetzt. Ja, das ist Aoibus. Das ist mein Einlaufsong. Ja. Lass dich die Arroganz am Anfang gewinnen. Ich Promi-Boxen mache. Jetzt kommt eine Karma-Schelle. Ich Promi-Boxen gegen Carsten Spengemann machen. Der ist Spieler 1. Ecke, und du Spieler 2. Nee, ich bin Spieler 1. Ich bin hier die Nullnummer gerade. Alle durch. Feuerwehr aus Eis. Ah ja. Michelle, wer Liebe lebt. Wusstest du nicht? Nein, das wäre meine Rubrik. Da hätte ich noch. Ey, jetzt kommt die ganze Schlager. Die hat mit beim ESC mitgemacht, die Michelle, mit dem Song. Echt? Ja. Insider. Was ist denn da los, Henke? Der große Goldschatz? Ja, ich weiß nicht, was los ist jetzt. Ach so, du gewinnst ja jetzt, wenn du gewinnst. Ja, ist ja frech. Das ist frech. Mann, ey, das ist hier so ein... Oh, ich springe aus dem Fenster. Keine Ahnung. Ich finde das was für dich? Ja. Ich bin so dumm, so dummer Mensch. Scooter mit Nessaya. Ja, genau. Wir kommen mit Johnson hier. Also, das Dörser. Danke. Ach nee, das da. Dörser, also, danke. Ihr wühlt hier gerade in Bereichen, da bin ich nie gewesen, wirklich. Drei Punkte liegen lassen. Alter, alles gar nicht meins. Grüß an HP. Ach, lach. Apache Roller. Apache 207 Roller. Manu. 4B. 4B, die Größe an die Klasse 4B. Okay. Das hat der Matchball. Ey, komm, jetzt reicht ja, jetzt zusammen, so, wir müssen los jetzt. Christus Puls, ich sag's euch ehrlich. Paolo Nutini mit Danny Donkeys. Paolo Nutini mit Candy. Ja, Grüße an meine Ex-Freunde, Alter. Rausgekommen. War der Lieblingssong von mir und meiner Ex, deswegen. Hast du was Gutes gemacht auf jeden Fall, danke dafür. Oh, jetzt wird's nochmal spannend. Raw von Katy Perry. Ja! Ja, komm! Komm weiter jetzt! Jetzt! Mach mal richtig Druck! Vielen Dank! Weiter jetzt! Komm zurück jetzt. Ah, fuck. Das ist von SSIO. SSIO mit Bumsen. Nee. SSIO Nutte? Nee. 0,9. SSIO 0,9. 0,9. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn Rapper. Auch geil, Rapper. Und nach dem Abend. Ich war noch niemals in New York von Udo Jürgens. Nee. Ich war noch niemals in New York. Ich war noch niemals. Der drückt, obwohl er nicht will. Das war Ananas! Ja, aber das war eine neue Version. Das war eine neue Version von Udo Jürgens. Das klang wie ein Hammer. Henke, kommt vor, Henke ist hoch. Oh. Sag mal, habt ihr nicht. Mit rein, nimm die Klammer mal ein. Geh nur mal in die Mitte. Mama. Das ist ja. Ich hab es nicht gesagt. Unterschätzt niemals einen angeschossenen Löwen. Aber Henke, das natürlich, hat dir Unglück gebracht. Ich wollte zu viel. Du wolltest zu viel, du musst mal wiederkommen. Das war, aber was du abgeliefert hast, unglaublich. Ich schenke es auch. Falls ihr jemanden braucht, der nochmal rumsitzt und rumschält. Aber toll, dass ihr mitgemacht habt. Schenke doch, danke an dich. Ja, okay. Wenn ihr euch jetzt sagt, ihr möchtet auch mal hier stehen, dann schreibt jetzt eine Bewerbung in die Kommentare, euren Lieblingssong und eine gute Begründung. Und was bleibt uns noch zu sagen, außer lasst uns doch einfach ein Liedchen singen, oder? Ja, wer möchte singen? Ich will singen. Würde ich sagen, wir singen jetzt ein wunderschönes Lied von einem hochgeschätzten von Musikkollegen von dir, Finn. Michael Wendler wahrscheinlich, oder? Ich wusste. Was ist das? Warum wisst ihr's? Egal. Echt? Hey! Ich hab keine Ahnung. Nee, wir kriegen den Text. Ich kenn den Text. Du
Du siehst so anders aus mit deinem blonden Haar, weil er es schöner fand, wie es vorher war. Sag nichts. Sag nichts. Ich weiß es ganz genau, ich frag dich noch einmal, ist er denn besser als ich oder liebst du mich nicht? Sag nichts. Sag nichts. Egal, du hattest mich nach dem Hallo. Egal, wo du warst und wieso. Kommst du noch? Ich weiß es auch. Egal, du hattest mich nach dem Hallo. Egal, wo du warst und wieso. Ich weiß es auch. Danke, liebe Freunde, für den wunderschönen Abend an alle, die im Chat mit dabei waren. Hier, sag mal, ich schau mal rein, was wir heute da, oder heute nicht oder die Tage auf unserem Kanal vorbereitet haben. Und zwar kommt morgen Mörder oder Influencer mit dem erfolgreichsten Crime-Podcast Deutschlands, Mordlos. Und am Donnerstag kommt eine ganz normale Folge, erkennst du den Song, mit Pocket Hazel. Boah, unglaublich toll. Rache ist gelungen, das ist ihr das hier, der Kalli hat Power. Ja. Kameras aus! Dankeschön, dass ihr dabei wart. Liebe Grüße, macht's gut, bleibt zu Hause, kümmert euch um eure Großeltern. Wir schaffen das. Adios. Tschüss. Bye bye.